Tyrannos, komm her. Schieß mich bloß nicht ab. Voll den Arsch. Spar dir die Haltbarkeit, ne? Polymer ist teuer. Ich vermute mal, das wird mit dem Waffengebrauch zusammenhängen, oder? Dass man stirbt. Nee, wenn du stirbst, eigentlich gar nicht. Dann muss der Waffengebrauch sein, dass das dann ab. Das ist ja im Grunde genommen eine PvP-Waffe, die du hast, weißt du? Geh mal davon aus, weil die wahrscheinlich einfach zu overpowered ist. Wenn da jemand an eine Birne mitschießt, dann bleibt er sofort liegen. Ist eigentlich scheißegal, wo du den triffst. Waren wir hier schon wegen der Explorer Note? Bestimmt, ne? Ja, hier waren wir schon. Ja, mal schon. Nee, warte mal. Die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. Willst du das wissen? Weil die noch zu ist, die sehe ich doch. Wer will da was? Hau doch ab! Schweinewalle. Ich würde mich an deiner Stelle beeilen. Der U-Tyrannos hat dich gerochen. Oh ja. Ja, er kommt. Lass uns hochzuklettern. So, halt mal in Stellung. Ich bin sofort wieder da. Boah. Dieses Gestampfe. Tut mir leid, U-Tyrannos. Mailin. Der versucht wirklich, ne? Er hat Bock, hier hochzukommen, ne? Warte, warte. Wenn er es versucht, dann helfe ich. Warte hier. Helf ihn doch mal runter. So, wir sind schon da. Oh nee, das ist die Höhle, die willst du rein? Da müssen wir rein, ja. Ich weiß nicht, von was ich spreche. Oh, das sind die Käfer, da bin ich schon so 4-5 Mal verreckt. Hier in der Höhle warst du drin? Ja, weil das eben so eng ist, da war ich schon wirklich mal drin. Aber ich bin höchstens, weiß ich nicht, 50 Meter reingekommen, weil da kommen Käfer und du kannst. Das ist das Problem, weil das so eng ist. Eben. Ich sag, die Höhle ist an sich nicht groß. Oder werden wir wahrscheinlich Problems kriegen. Also ich kann dir sagen, du brauchst nicht versuchen, dich umzudrehen und versuchen wegzurennen, weil wenn du dich verläufst oder beim Kopf irgendwo an einem Kristall hängen bleibst, dann war's das. Ja? Ja. Also kannst du eigentlich direkt verrecken. Entweder du verreckst gleich oder du schießt wie ein Blöder, bis das Vieh tot ist. Und das Ding ist so eng, ihr könnt noch nicht mal nebeneinander stehen. Perfekt. Ah. Ja, da musst du wirklich, da gibt es aber kleine Kammern, Tempri. Du musst die hinlocken in die Kammern. Da muss man sich vorher aufteilen, wer wo links steht, rechts. Müssen wir gleich gucken, wenn wir drin sind. Das glaube ich am besten. Weil das kannst du vergessen, weil es ist so eng da drin. Man erhebt natürlich jetzt alles Mögliche auf, nur nicht den Scheiß, den er machen soll. Alter Stroh. Brauchen wir noch was? Stroh brauche ich. Habt ihr Stroh? Eine Strohfirma? Ja, Stroh kriegst du. Musst mit der Axt auf den Baum einkloppen. Nee, halt. Nein, mit der Spitzhacke. Der Spitzhacke, ja. Also Stroh habe ich auf gar keinen Fall jetzt. Wie viel brauchen wir denn Stroh? Warte, Stroh sammle ich jetzt noch eben noch. Guck mal, dass du Fasern rankriegst. Jetzt habe ich Stroh geholt. Ich muss nur gucken, dass wir ein paar Betten hier platzieren, sonst haben wir leider ein Problem, wenn wir alle einmal sterben, weißt du? Das sollte jetzt erstmal reichen. Ich komme auch zurück, ich habe noch dieses Material. Sagen, wenn du noch was brauchst, ne? Ich glaube, für ein Bett reicht's noch. Ne, Fasern. Warte mal. Fasern hab ich. Bau dir mal am besten eine kleine Kiste hin. Wo ist denn der Eingang von diesem Ding? Da rein. Das ganz kleine Loch kannst du gar nicht übersehen. Ja. Da zieh dir irgendwo hier neben. Ach du Scheiße. Da fehlen 25 Holz, wenn wir noch eine Kiste haben wollen. Lass sein, komm, wir gehen so rein. Betten haben wir, kriegen nur ein Problem, wenn wir respawnen müssen. Deswegen. Du kannst schon mal vorgehen. Schieß mir bitte nicht den Kopf weg.
Ja, der Anfang ist noch leicht. Das ist alles okay hier. Oh, guck gleich, wenn ihr die Seuche habt, dass ihr sofort so ein Ding einschmeißt, ne? So. Bis hierhin ist kein Problem, Tempri. Warte. So, jetzt langsam. Bitte. Warte mal, wo ist Tempri? Ja, genau. Da, wo Tempri hinguckt. Da hinten sind meistens die Käfer. Die Fledermäuse. Tempri sind hier. Da, ich sehe schon welche. Warte. Mal eure Rucksäcke aus, das Licht macht die ganze Farbe. Ich hab keinen Rucksack. Ja, warte. So besser? Ja. Also jeden Raum muss er einmal anleuchten hier. Wollen wir denn das jetzt machen? Wir können nicht hintereinander kämpfen. Das ist wirklich, wenn jetzt die Fledermäuse kommen, sind wir angearscht. Wenn ihr hier runterfallt, seid ihr auch angearscht, ne? Ihr dürft in keine Spalten reinfallen. Einer muss vorgehen und herlocken, anders geht's nicht. Dann pull ich, ist ja kein Problem, ich pull. Ich komm zurück und leg mich neben euch, ja? Das Sunny, geh du mal da. Genau. Da, wo Tim herkommt. Moment. Machen langsam. Ja, alles gut. Kommt mal weiter, ein Stück weiter kommen. Okay, Sunny ist okay. Könnt vorkommen bis zu mir. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Ist hier ein Tyranno drin? Ernsthaft? Nee, oder? Nee. Ich höre was schreien. Mach mich nicht schwach. Lass mal erstmal hier vorne langlaufen. Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Wir machen mehr Sorgen die Fledermäuse, weil die sind meistens für den Tod verantwortlich hier drin. Hier ist Sackgasse. Warte, ich glaube, hier kannst du im Kreis laufen. Ja, ich komme zurück. Okay. Wenn er runterfällt, seid ihr tot. Gut, dann geht's auch nicht lang. Das heißt, hier vorne. Warte. Und dann warten wir wieder. Kommt weiterkommen. Kommt näher. Hier könnt ihr dazwischen gehen. Ich hab mich geschossen. Nee, das war falsche Taste. Bleibt mal hier zwischen stehen. Puh, das ist eine scheiß Stelle. Ja. Naja, Sunny ist ganz links, ich sitze neben ihr. Bleib dann hier sitzen. Ihr könnt meinetwegen noch ein Stück weiterkommen. Hier vorne zu mir. Okay, Sunny, willst du? Eigentlich nicht. Hier ist irgendwie gar nichts in der Höhle, ne? Das ist ziemlich ruhig. Aber da, wo du jetzt hingehst, die Richtung, da waren die Fledermäuse, da kommt eine Kammer. Hier ist eine Riesenkammer wahrscheinlich hinter. Ich höre einiges. So, bis hier vorne könnt ihr durchkommen. Hier sind welche. Vorsicht. Zurück. Ja, ich setze mich jetzt hier oben in die Ecke. Ich pull die jetzt. Du darfst dich jetzt nicht bewegen, Tim. Jetzt könnt ihr. Hab ich dich getroffen, Tralle? Nee, oder? Nein. Ich stelle mich ein bisschen anders hin, so dass du mich nicht siehst. Alles gut. Ich sehe auch Sunny so mit nicht. 120er nur hier. Könnt kommen. Das ist so eng ist. Ja, das ist das Problem aber hier. Das hört sich wirklich an, als ob der hier drin hockt, ne? Er ist oben drüber wahrscheinlich und macht gerade richtig Theater. So, ich glaube nicht, dass wir hier tauchen müssen, deswegen, ich spring da jetzt rüber. Wartet kurz. Wir warten. Ihr könnt. Ist ganz links. Warte mal, hier ist noch was. Wir warten. Ihr könnt rüber. Jetzt sind wir am Start wieder, oder? Nein! Oh. Steht ja, da 500. Ja, sicher. Das ist das, was ich meinte. Nein. Ich habe auch gedacht, das wäre Wasser. Ich bin abgerutscht. An den Loot kommen wir nicht mehr dran, das Ganze vergessen. So ein Scheiß. Echt jetzt? Ja. Wir versuchen's. Aber ich kann mich an den Weg nicht erinnern. Da kommst du nicht dran. Deine Leiche wird auch gar nicht angezeigt.
Ja, was ist denn das bitteschön jetzt für Säure? Na, das wird wahrscheinlich einfach nur eiskalt sein da unten. Egal, lass uns das mal weiter. Kannst versuchen, ob dein Leike da rauskriegst. Ich glaub das nicht. Wow! Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Wo kamst du denn jetzt her? Vom Bett. Alter, ich hab jetzt fast umgeholzt, weil ich gedacht, da kommt so ein Neandertaler angelaufen. Ach, dann waren die 500.000, war das Schaden? Ja. Oh, da gehst du auch mit God-Mode, gehst du da kaputt, glaub mal. Kannst du dich hinlegen? Geht das vielleicht? Ja, das ist zu kalt. Alles klar, dann können wir meine Sachen komplett knicken. Traddel, die kommen. Ich lass Respawn on a base, ja. Dann habe ich zwei umgeholzt. Das ist ärgerlich, die ganzen Sachen, alles weg, ne? Ja. Was wackelt denn da hinten so? Ach, das ist doch... Das, wir machen denn so einen Quatsch in die 500.000 Schaden. Ja, damit du aufpasst, ne? Damit du nicht mehr rauskrabbelst. Kommt hier noch mehr von so einem Müll? Nur wenn du nicht aufpasst. Erstmal nachdenken. Wolltest du vorgehen? Nee. Bist du ganz sicher? Du hast eine Schrotflinte. Siehst du was? Ja, Bein sehe ich dann nur hinten. Ah, passt schon, warte. Eigentlich finde ich es schade. Weil normalerweise ist dann der Rucksack immer aus dem Wasser gewesen und nicht im Wasser. Der wird wahrscheinlich jetzt komplett auf dem Grund liegen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Hast du ihn gekriegt? Das war der, ne? Ja, ja, das war die Spinne jetzt nur. Aber das ärgert mich jetzt, weil Sunny hat jetzt so viel Munition mit gehabt und einfach so weg. Ja, aber ich hatte auch einen großen Teil. Schon alleine. So viel habe ich von dem nicht weggenommen. Aber wollte ich gerade sagen, klopp mal am besten direkt die Leichen weg. Das wird auf dem Rückweg wahrscheinlich zur Todesfalle. Oh, wir sind schon da. Warte mal, Tempi. Willst du snipen? Ist, glaube ich, besser, ne? Ja, aber ich... Ja, aber ist das ein Kraftfeld oder was ist das? Nein, nein, das ist das Artefakt. Ich kann pullen, wenn du möchtest. Warte mal. Das heißt, was da fliegt, das ist ein Gegner, ja? Ja. Das ist, kann ich die kaum kommen, erkennen. Die kommen. Warte, ich muss mich hinstellen. Jetzt kann ich schießen, so. Kommst du dran? Nein, ich kann nicht durchschießen. Hitbox, warte, mal nix. Kannst du da durchschießen? Irgendwie nicht. Das ist ein Kraftfeld. Das macht mir Sorgen, wenn die jetzt alle um die Ecke geflogen kommen. Die kommen an dem Artefakt nicht vorbei. Ja, nicht, dass die mit einem Mal vorbeifahren. Ist doch nicht. Scheiße. Da gibt's aber einen anderen Weg rum, siehst du das? Komm, wir laufen mal außen rum. Ich will's ehrlich gesagt nicht riskieren. Was natürlich geil wäre, könnte man mit dem Grappling-Hook den Rucksack ranziehen, weißt du? Habt ihr das schon mal probiert? Ich habe einen dabei, aber wenn ich mich selber da runterziehe... Na dann lass uns das doch so machen, Henry. Ausziehen, einer hebt's off und der andere probiert mit dem Hook. Wow! Oh, der hat's eilig gehabt, hast du gesehen? Wollte gerade sagen, machen wir drei kleinen Kollegen. Ja, dann lass doch Sunny nochmal probieren. Mit dem Grappling Hook. Traddel, du kommst da nicht dran. Du kannst die Sachen nicht ranziehen, das geht nicht. Du kannst dich selber in das Loch da reinziehen, das geht. Ah, guck mal, da haben wir das Problem schon. Wir brauchen den Haken hier, ne? Oder war
Warte mal. Willst du mich verarschen? Das ist... Warte, Tempo, nicht springen. Lass mich erstmal zurückgehen. Dann sie abrutschen. Wir müssen nochmal zurück in die eine Kammer da vorne gehen. Also an dem Ding komme ich dann nicht vorbei. Da müsste ich mich mit dem Haken hochziehen. Ich habe das noch nie gemacht mit diesem Grappling Hook. Das ist ganz einfach. Oh ja. Sind aber die Viecher noch am Fliegen, ne? Die sind weg. Ich höre hier aber was. Langsam. Wir machen das jetzt so. Ich gehe runter, rummel die Sachen, guck einmal da vorne um die Ecke. Dann komme ich wieder hoch. Ja. Dann zieh dich lieber aus, wenn irgendwas schief geht. Alles gut, alles gut. Den Haken mache ich jetzt hier oben fest. Nein. Ich sehe schon, ist da so Wasser da unten? Ach du Scheiße. Ich hätte deine Klamotten ausgezogen, Tempo. Alles gut. Ich zieh mich da gleich direkt wieder hoch. Mal gucken, was hier vorne ist. Na gut. Ja, die Spinnen, die hier runtergefallen sind, die sind gestorben. Die haben auch richtig Haue gekriegt. So, dann würde ich sagen, düsen wir zurück, ne? Ja, ich... Oder willst du das Artefakt auch nochmal holen? Nein. Ich graute schon, dass wir jetzt gleich nochmal springen müssen. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man da auf Anhieb stirbt, ne? Na gut, dass wir der Sunny jetzt nicht die Pumpgun gecraftet haben, ne? Nee. Das hätte ich auch bei der nicht gewollt. Nein. Da ist dieses ganz böse heilige Wasser. Was sind wir denn hier? Na warte mal, wir müssen doch nicht über das Wasser. Das war doch im Kreis gelaufen. Wir müssen doch hier, komm hinterher. Bei der Pflanze links. Genau, zum Pylon, hier war das. Und da vorne rechts und dann links und jetzt mal draußen. Guck mal da. Hätte man alles umgehen können, ne? Ja. Hätte Fahrradkette. Okay. Sunny? Die ist an der Base. Wir nehmen die beiden Viecher jetzt und dann können wir abdüsen. Sind wir auch schon wieder bei knapp 2 Stunden dabei. Also die Rüstung ist harmlos, Munition kein Problem. Was war jetzt das teure, Sunny? Was hattest du dabei? Die Waffe? Ja. Die Waffe wird wahrscheinlich das teuerste gewesen sein. Gehe ich mal von aus. Ja, das teuerste waren wirklich die Waffen, also. Welche Waffen waren das alles? Das Maschinengewehr? Sturmgewehr. Ja. Dann eine Shotgun, aber die waren nicht so berauschend. Hm. Eine Armbrust. Die ganzen Sachen können wir craften, wir haben ja alle Baupläne da. Deswegen. Das ist ja, wie gesagt, also. So nicht das Ding. Ist ärgerlich, aber was willst du machen? So, ich mache dann aber auch hier jetzt einen Cut. Haben wir heute erstmal genug gezockt. Fliegen jetzt zurück zur Base und bereiten die nächsten Sachen vor. Und morgen ist auch wieder unser Pascal dabei. So, hat Spaß gemacht, wir sehen uns dann die kommenden Tage. Lasst einen Daumen und ein Abo da.